Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Multiplayer. Dieses Mal spielen wir auf Damm heißt die Map, glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, habe nicht aufgepasst. Und. Ich habe in jeder Klasse dieselbe Waffe, ist ein bisschen langweilig. Ich gucke jetzt gerade mal, was es hier so Schönes gibt. Ich probiere jetzt mal die Standardklasse hier. Und weil ich weiß, wie die Ladezeiten sind, mache ich euch einfach dieses Mal direkt den Schnitt, ohne lang zu labern. Das heißt, der Schnitt kommt in 3, 2, 1, jetzt. So, und da sind wir zurück im Geschehen. Und stürzen uns zuerst mal auf die erste Vorratskiste. Und während alle da oben rumrennen, probiere ich es mal da unten. Kann halt sein, dass die Gegner die gleiche Idee haben. Weil die sind immer hier die ersten Spots, wo man dann auf Gegner trifft, wenn man da gerade so schön am Sammeln ist. Yep, da kommt er schon. Aber mit dem habe ich jetzt gerechnet, dass er da stehen bleibt. Das war ganz gut für mich. Boom. Und jetzt muss ich dringend hier weg, sonst kriege ich dermaßen die Schnauze voll von denen, die nachrücken. Aber erstmal craften. So, da oben ist einer von meinen Leuten, das heißt, da droht mir jetzt wohl keine Gefahr. Und ich folge ihm einfach mal zu den Vorräten, die da oben liegen. Jetzt werden wir da entweder überfallen oder können sie uns ganz rasch wegschnappen. Erledigt, los geht's! Ah, Munition für meine Knarre war auch dabei, das ist super. Und wir haben momentan schon mal einen guten Punktevorteil. 19 zu 16 steht's jetzt. Ihr wisst ja inzwischen, das zählt nach unten. Hey, braucht Deckung. Erledigt, los geht's! So, und da kommen jetzt gerade alle Gegner an und ich krieg gerade derbst die Fresse voll. Ich hoffe mal, ich kann meine Granate noch darüber werfen. Nein. Jetzt hat es mich erwischt, jetzt hoffe ich, dass mich einer wiederbelebt. Aber die sind gerade so mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Ne, jetzt kommen sie. Alter, was ein Gemetzel. Das war ja ein richtiger Überfall jetzt gerade. Gut. Ne, belassen wir es mal so, wie es ist. Und jetzt seht ihr mal, wie schnell die Punkte sich jetzt angepasst haben. Jetzt ist es nur noch 16 zu 14, also der Unterschied gar nicht mehr so groß. Ich möchte aber bitte auf das Gewehr wechseln. Dann möchte ich mir noch eine Bombe herstellen. Und noch einen Molly. So, da ist ein Gegner. Der weiß aber auch, dass ich hier bin. Jetzt sind sogar zwei. Die scheinen aber abgehauen zu sein. Die sind nämlich jetzt da oben. Alter, Alter, Alter. Der hatte eine Rüstung an. Scheiße. Aber ich habe einen Assist dafür bekommen. Weil ein anderer von meinen Leuten schnell genug war, ihn wegzuknallen. Jetzt werde ich vielleicht sogar noch wiederbelebt. Nee, da ist ein Gegner, der hinter mir steht. Das ist kein Verbündeter. Das heißt, der belebt vielleicht sogar seinen Typ jetzt wieder. Nö, kein Bock. Okidoki. Jetzt steht es auf jeden Fall nur noch 13 zu 12. Zu 10? 11 zu 10? Okay, jetzt geht's schnell. Die kommen von hinten. Aber damit bin ich vollkommen einverstanden.
schon wieder der Rüstungsmensch gewesen. Fuck. Da war meine Schrotflinte auf Distanz doch nichts wert. Und damit bin ich raus. Und jetzt gerade ist die Runde auch relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Und jetzt liegen wir zurück. So, ich habe noch zwei von diesen Dosenbomben. Die kann man meines Wissens auch irgendwie fallen lassen, einfach liegen lassen, quasi als eine Art Mine. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht und ich habe Angst, mich jetzt damit in die Luft zu jagen mit dem Scheißding. Probier's jetzt einfach mal. Jawohl. Das passt mir nur gerade nicht, dass es jetzt gerade auf so ein Mega-Battle da oben auf diesem scheiß Damm herausläuft, weil das ist so gegenseitiges Wegvernichten einfach nur. Ohne Sinn und Verstand. Aber nicht mit mir, Kumpel. Ich war nämlich nicht der Einzige, hoppla, nee. Ich war nicht der Einzige, der die Idee hatte, da unten lang zu schleichen, meine ich. So, noch eine Bombe. Für den nächsten Schelm, der die Idee hatte, lang zu kommen. Na toll, die ist jetzt aber richtig blöd verhüpft. Die liegt so offensichtlich da im Weg, wenn da einer reinläuft, ist er echt der Gott der Idioten. Fuck. Da haben sie mir wiederum eine Bombe reingeknallt. Jetzt gucke ich mal, ob ich es noch zu meinen Typen schaffe. Verdammt schnell, ich da kommt einer und hilft mir. Eine Sekunde, ich helfe dir. Vielen Dank, das ist extrem nett von dir. Und ich habe sogar noch Medipack, das heißt, ich kann mich jetzt schön heilen. Und wir haben eine extrem hohe Chance, die Runde zu gewinnen. Das finde ich auch gerade sehr gut. Jawohl. Da haben wir uns den letzten Gegner geschnappt. Sehr schön. Das ist doch mal einigermaßen gut gelaufen. Ich bin jetzt zwar nicht mega abgegangen, aber ich bin zufrieden, dass ich nicht scheiße war und dass wir gewonnen haben. Jetzt können wir uns nochmal kurz angucken, was jetzt quasi da am Ende bei rauskommt. Das sind die Teile, die wir verdient haben und nicht ausgegeben haben. Aha, aha. Okay, wir haben ein paar Überlebende verloren, das ist nicht so cool. Du hast 35 Überlebende verloren. Ui. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn du gar keine mehr hast oder so. Das ist immer so ein bisschen... Oh, naja. Auf jeden Fall werde ich das, wenn ihr das wollt, auf jeden Fall weitermachen, weil mir macht es gerade doch wieder recht viel Spaß. Ich danke euch auf jeden Fall auch, dass ihr diese Folge angeschaut habt und ich würde mich über Kommentare, Feedback und so weiter sehr, sehr freuen. Habt noch einen schönen Tag, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ciao!